Wenn die Freunde von Magenta anrufen, dann können wir ja machen, was wir wollen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Magenta Sportfans da draußen, zu einem besonderen Event in der Kühlbox Home Office Edition, denn wir haben Oliver Pocher zu Gast. Hallo Olli. Hallo, schönen guten Tag. Was für Verbindung hast du zum Eishockey? Ich war früher wirklich als Jugendlicher, war ich in Hannover legendär am Pferdeturm, also noch so ein klassisches Eisschauen, was auch offen ist. Da bin ich das ein oder andere Mal gewesen. Und das sind ja dann später die Indians geworden. Und ich war aber auch bei der Nationalmannschaft immer mal mit involviert, habe da auch ein, zwei Aktionen auch für gemacht, habe da auch schon mal bei Trainings mitgemacht. Also es gibt durchaus immer einen Eishockey-Bezug. Ich habe früher auch 12 Jahre im Tor gespielt in der ersten Liga. Wie viele Tore meinst du, würdest du bei mir erzielen, wenn du 10 Penalty auf mich schießen dürftest? Wenn ich 10 Penalty auf dich schieße, es wird schon alleine daran scheitern, wenn ich direkt auf dich losfahre, dass ich das Stoppen schwer hinbekomme. Und da könntest du sogar mit einem Auge verbunden da sitzen. Ich glaube, überhaupt, das muss man realistisch einschätzen, überhaupt einen zu machen, wäre schon schwer. Weißt du, dass du bist, würde ich mich mit dem Rücken zu dir hinstellen. So, jetzt wird's, dann ist es ja auch eine gewisse Verhöhnung des Gegners. Und da wäre ich dann auch irgendwann raus aus der Nummer. Ne? So einfach müssen wir es ja auch nicht machen. Das ist ja, könnte ich ja auch sagen, mal gucken, wie lange du bei 10 Minuten Stand-up, wie das funktionieren ja, würde, wie viele Pointen ins Ziel kommen und wie viel die Leute lachen. Es ist halt, jeder hat so seine Stärken und Schwächen und da sollte man auch bei bleiben. Was findest du generell das Schwierigste am Eishockey? Schlittschuhlaufen, Schießen? Alles. Das Tempo, die gewisse Grundbrutalität. Das ist ja das Interessante. Es ist halt immer was los. Ne? Und selbst wenn du halt 2, 3 Tore zurückliegst, kannst du das Ding auch mal in 4, 5 Minuten auch drehen. Das hat natürlich immer so eine gewisse Grundspannung und Grunddramatik beim Eishockey, wo sicherlich auch sich zum Beispiel der Fußball was abschauen könnte, ob man nicht in gewisser Form auch mit einer festen Spielzeit einfach arbeitet. Da gibt es auch gar keine Diskussion. Hast du doch mal vor, die Kölner Haie, wenn es geht, wenn es wieder erlaubt ist, auch live zu verfolgen in der Längstes Arena? Also es ist ja große Tradition, eigentlich Riesenpotenzial, aber dann auch, also letzte Saison war ja wirklich dramatisch, da kann man sich mit Schalke schon ganz gut vergleichen, eine Niederlagenserie, Sondergleichen, haben es aber am besten gemacht, also dann verlieren und dann auch gar nicht mehr die Playoffs spielen. Hatte jetzt ja auch vor kurzem noch die Möglichkeit mit Leon Dreiseitel zusammen mal so eine Trainingseinheit hier mit den Kölner Haien zu absolvieren. Der beste Eishockeyspieler der Welt und Leon Dreiseitel, so ist es für mich, glaube ich, besser getroffen. Als wir auf dem Eis waren. Ja, und schlittschuhtechnisch hast du da mithalten können mit dem Leon, Olli? Komischerweise nicht. Mhm. Er war dann doch ein bisschen besser als ich, muss man ganz deutlich in der Eigenwahrnehmung auch im Nachgang so für sich selber einschätzen. Und das ist eh, also alleine ist ja schon Eishockey anziehen, ist ja schon mal die erste halbe Stunde des Tages gegessen. Und dann auch, ich liebe das auch in diesen Handschuhen, diesen Geruch, den bist du ja auch über 2, 3 Tage nicht los. Das ist alles, das ist also sehr nachhaltig, so ein Eishockeyspiel. Alle Spiele der Penny DEL live, nur bei Magenta Sport.